Hallo Freunde, ich bin Trigi und willkommen zu einem kurzen Video, in dem ich einmal im Detail über die beiden letzten Teaser-Trailer von Coffee Stain Studios zu Update 5 reden möchte. In Update 5 werden neue Designelemente eine wichtige Rolle spielen, weshalb wir kürzlich schon den zweiten Teaser präsentiert bekommen haben, in dem uns ein paar Eindrücke davon gezeigt wurden. Der erste erschien am 20.08. und war inhaltlich, naja, noch überschaubar. Er stellt das neue Design und die neuen Baumechaniken für die Geländer vor. Wir sehen, dass sie in Update 5 nun endlich auch an die Seiten von Rampen gebaut werden können. Wie in dieser Einstellung zu sehen ist, wird es natürlich Geländer für alle Rampenneigungen geben. Mehrere Szenen zeigen auch, dass es Geländer auch mit halber Länge geben wird, die sich dann, wahrscheinlich ähnlich wie die Baumechanik von Gehwegen, an verschiedenen Punkten der Fundamente anbringen lassen. Endlich können wir dann Gehwege und Fundamente vernünftig miteinander verbinden. Neben dem offensichtlich neuen Design der Geländer, was ich auf der einen Seite zwar schick und realistischer finde, aber andererseits irgendwie nicht mehr so ganz den industriellen Eindruck machen wie bisher, gibt es in diesem Teaser nicht viel mehr zu entdecken. Es gibt Spieler, die erwähnen einen erkennbaren Unterschied bei dem Modell der LKW-Ladestation. Total Eclipse sagt das beispielsweise in seinem Video zu diesen Teasern. Auch wenn ich es nicht für ausgeschlossen halte, würde ich in Anbetracht der Erkennbarkeit in dieser Szene hier aber noch keine Annahmen schließen wollen. Vielleicht sind meine alternden Augen auch nur zu schwach, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie man in diesem Blurry Chaos irgendein neues Design reininterpretieren kann. Zugegeben sieht es so aus, als seien die orangenen Farbelemente an etwas anderen Stellen als im bisherigen Modell, aber naja, ich weiß nicht so recht. Machen wir lieber weiter mit dem zweiten Trailer. Hier steckt gleich eine gewaltige Packung an Neuheiten drin und ich kann es jetzt schon nicht erwarten, diese im Spiel zu nutzen. Gleich in der ersten Szene erkennen wir unter der Bahnhofskonstruktion eine neue Art der Stützpfeiler als Stahlrahmen, die man sich gut im Design einer Ölbohrplattform oder ähnlichem vorstellen kann. Direkt unter der Bahnstrecke sieht es ebenfalls so aus, als würde ein weiteres Pfeilerelement hinzukommen. Dies lässt sich hier nur schwer erkennen, aber aufgrund der fehlenden Reflexion macht es den Eindruck, als seien diese Pfeilermittelstücke mehr in einer Art Betonlook. Vielleicht handelt es sich dabei aber auch nur um die überarbeitete Version der bekannten Pfeilerelemente. Am Gebäude im Hintergrund auf der rechten Seite erkennen wir hier auch schon ein neues Design für Glaswände. Das sehen wir aber gleich noch aus der Nähe. Den Zuschauern im Livestream ist bei der Einfahrt des Zugs in den Bahnhof aufgefallen, dass der Soundeffekt für das Quietschen der Bremsen des Zuges überarbeitet wurde. Das kam mir im ersten Moment auch so vor, habe ich jetzt aber nicht noch einmal verglichen. Im Hintergrund erkennen wir neben der Vegetation des nördlichen Waldes auch noch weitere interessante Designelemente. Die nächste Szene offenbart jetzt eine ganze Menge. Wir sehen die neuen Glaselemente, die nun einen viel fließenderen Übergang zu den benachbarten Bauteilen darstellen. Wenn man hier ranzoomt, sieht man die kleine Kante zwischen den einzelnen Bauelementen noch. Aber das gesamte Design in der Wabenform gefällt mir hier extrem gut. Darüber weitere Highlights in Form von dünnen Metalldachkonstruktionen in verschiedenen Neigungen und dazu passende dreieckige Wände. Ganz links im Hintergrund sehen wir auch, dass es diese Teile auch als einfärbbare Wände geben wird. Die große Halle im Hintergrund sehen wir gleich noch etwas genauer und im Vordergrund erkennen wir wieder die halben Geländer im neuen Design. Kurz vor dem Szenenwechsel erkennen wir unterhalb der großen Halle noch einen weiteren Stützpfeiler, der im Vergleich zur ersten Szene noch ein weiteres Design zu haben scheint. Hier kann es sich allerdings auch um einen anderen Blickwinkel auf das zuvor gesehene Rahmendesign handeln. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Die nächste Szene gibt wieder sehr viel her. Rechts oben haben wir die neuen Dachelemente aus Glas und aus farbigen Bauelementen zusammen mit einer coolen dunkelgrauen Umrandung, bei der wir noch nicht wissen, ob sie zum Bauteil dazugehören oder ob wir sie zusätzlich anbauen können. Die grauen Quadrate darunter gehören zu einer Trägerkonstruktion, die wir gleich noch von innen sehen. Und darunter neue Glaswände, die vollkommen randlos aneinander passen. Dadurch erscheint der Eindruck, als seien es größere Wandelemente, die so hoch wie zwei normale Wände übereinander sind. Da man hier keine direkte Bauteilkante erkennen kann, ist es schwer zu sagen, ob diese auch in der normalen Wandgröße zu bauen sind oder ob sie tatsächlich größere Einzelteile ergeben. Unter dem Eingang in die Halle erkennen wir das neue Design der Gehwege. Diese haben nun deutlich weniger strukturelle Elemente, sind farblich in einem matten Grau gehalten und verfügen auch über das neue Geländerdesign. Ganz in der unteren Ecke sehen wir auch ein Wand- bzw. Deckenelement, das an eine umgekehrte Rampe montiert ist. Auch solche Verkleidungen werden also möglich sein. Mittig an der Halle wieder dreieckige Wände und farbige Dachelemente, diesmal aber ohne graue Umrandung. Hier scheint es also tatsächlich mehrere Optionen zu geben. Und oben links steht der arme Knut einsam und hilflos auf einer umgekehrten Gitterfundamentrampe, die scheinbar mit Gehwegen bedeckt ist. Die Innenansicht zeigt uns die Optik der neuen Stahlträger und die Möglichkeit, diese als Befestigungspunkt für Wandstromhalter und hoffentlich auch Förderbänder und anderen Logistikkram zu nutzen. Danach erkennen wir, dass die alten Glaswände trotzdem erhalten bleiben und es neben den normalen Glasfundamenten auch Glasdachelemente geben wird, die keine Strebe in der Mitte mehr haben.
Diese Glaselemente sehen wir hier noch einmal von oben, ebenso wie die Gehwege im neuen Design. Bei der Erstellung einer größeren Fläche mit Gehwegen sehen wir endlich keine Löcher mehr darin, sondern wie hier zu erkennen, graue Rechtecke. In der letzten Szene sehen wir nochmal einen Überblick, wobei wir erkennen, dass sich anscheinend auch etwas mit den Treppen ändern wird. Entweder handelt es sich hier um eine neue Art der schrägen Gehwege, die nun auch Treppenstufen haben, oder die bisherigen Treppen werden im Design angepasst und etwas verkleinert. Am Glasbalkon auf der rechten Seite erkennt man, dass das breitere Randelement bei den Glasdecken immer anders ausgerichtet ist. Man kann also vermuten, dass es sich entweder nur an einer Seite des Bauteils befindet und durch Drehung ausgerichtet werden kann, oder dass wir es tatsächlich separat bauen können. Besonders interessant finde ich allerdings die Verkleidung der Rahmenfundamentrampe hier. Das Bauteil sieht aus wie eine ganz normale Wand. Das optische Muster kennen wir ja mittlerweile gut genug. Die dedizierten Deckenteile auf der Halle daneben sehen strukturell ganz anders aus. Ich denke und hoffe also, dass wir hier einen Hinweis auf eine grundlegende Änderung in der Baumethode bekommen. Natürlich lässt sich jetzt noch nicht sagen, wie genau das funktioniert, aber wenn uns das Spiel zukünftig die Möglichkeit gibt, Bauteile nicht nur zu drehen, sondern auch zu kippen, ähnlich wie es bei Rohr- und Hypertube-Stützen bereits möglich ist, wäre das natürlich gigantisch. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr diese neuen Enthüllungen? Habe ich etwas übersehen oder habt ihr noch andere Interpretationen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich lese mir alles durch. Für weiteren Diskussionsbedarf empfehle ich das Forum oder den Discord-Server der deutschen Satisfactory Community oder natürlich gerne auch meinen eigenen Discord-Server. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben und ein Abo, falls du nicht schon dabei bist. Und wenn du mich einmal live sehen möchtest und mit mir chatten willst, komm doch gerne rüber in den Livestream auf Twitch. Alle Links findest du unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich wie immer recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß beim Weiterspielen, auf Wiedersehen!